Willkommen zurück zu Let's Play Dishonored. Samuel lässt uns hier allein. Und wie ihr sicher hört, ich habe mich schon wieder leicht erkältet. Ich hoffe, es hört sich nicht so schrecklich an. Wir sollten genau die Scheinwerfer ausschalten. So, ich muss mal kurz Kopfhörer lauter machen. Damit ich überhaupt höre, wo wir längs gehen und ob Gegner kommen und so weiter und so fort. So, wo geht's hier längs? Ah, da geht die Sonne auf oder unter. Okay. Zugscheinwerfer, da sollen wir hin. Jetzt klar. Ausgangssperre heißt, dass niemand auf der Straße herumlaufen darf. Außer den Wachen. Ja, hab's kapiert. Aber wenn wir doch jemanden sehen, was dann? Weisen wir ihn drauf hin? Auf die Ausgangssperre? Nein, du erinnerst dich. Du schnappst ihn dir einfach und dann prügelst du ihn zu Tode. Klar? Okay. Schon mal kurz speichern. Zu Tode prügeln. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Okay. Morgen bei Sonnenaufgang darf man hier also wieder längs. Da geht der eine längs. Okay, kommen wir hier vorbei. Oh. Ist hier überhaupt irgendwas in der Nähe? Ja, eine Rune und ein Knochenartefakt. Da steht einer. Da ist eine Alarmglocke. Wir machen nochmal kurz zwischenspeichern. Und dann will ich mal ausprobieren. Okay, die haben uns entdeckt. Ja, das war wieder dumm von mir. Dann lassen wir das wohl lieber. Frame-Einbrüche. Oh, das war aber knapp. So, nach da hinten sollen wir. Wie kommen wir da am besten hin? For rent? Ja, können wir uns mieten, wenn wir lustig sind. Puh, wie kommen wir da jetzt hin? Da hinten vielleicht längs? Da steht einer drinne. Das hört er ja auch nicht, ja, ist klar. Das ist ja klar, dass er das nicht hört. Tschüss. Konnte man nicht irgendwie... Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Wie konnte man denn nochmal duschen? Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Okay, wo kommen wir hier rein? Das hört sich aber ganz gut an. Niemand. Oh nein, er hat uns nicht entdeckt. Uiuiuiui. V
Wir nehmen uns hier lieber die Münzen. Verfolgt er uns jetzt? Nee. Jetzt labern die wieder irgendwas. Das ist immer total witzig. Erst sagen sie, halt, wer ist da? Und dann ist es denen schon wieder egal. Und ich habe schon wieder vergessen, die Uhr zu stellen. Ei. Okay. Hier kommen wir nicht längs. Okay. Ist hier irgendjemand? Ratten sind da. Da ist eine Person. So. Mal ausmachen wieder. So, was haben wir hier? Tyrannisches Erz. Hier ist nichts drin. Essen brauchen wir nicht. Okay, da kommen wir noch nicht durch. Da brauchen wir einen Schlüssel, okay. Suchen wir den mal. Mal zwischenspeichern wieder, falls ich wieder auf so dumme Ideen komme. Aha. Na, das nervt ja, dass er das immer sagt. Okay, hier scheint irgendwie so eine Bahn zu sein. Keine Ahnung, was das sein soll. Lagerhausschlüssel. Sammle Baupläne, um neue Verbesserungen, Ausrüstungsgegenstände in Pyros Werkstatt bei Hounspitz Pub freizuschalten. Geil. Und hier haben wir wieder Geld. Und dann eine leere Flasche. Okay. Was ist das hier? Spinnbeben oder was? Ne, da sabbert einer runter. Hm, lecker. Ach nee, das ist das Walöl anscheinend. Das konnte man da nämlich... Kobelrad. Was ist denn hier passiert? Walöltank. Walöltank, Walöltank, Walöltank. Okay. Können wir den da jetzt einsetzen? Oh. Jetzt geht er gleich schon auf. Oh. ja. Da ist Strom auf den Schienen. Das hat uns ein wenig wehgetan. Ja, Ausgangssperre, so. Warum schleiche ich hier die eigentlich die ganze Zeit? Ich weiß es nicht, ich habe es mir so angewöhnt. Hier kann man nichts oben machen. Im Büro? Nee. Ist da oben noch irgendwas? Da ist eine Rune, da ist das Knochenartefakt. Okay, speichern und den Schalter betätigen. Los geht's. Juhu! Ich hoffe, jetzt entdeckt uns niemand. Aber sieht ganz nett hier aus. Hupala. Nee. Nicht zu laut. Aber wir konnten ja noch ins Lagerhaus. Ah, diese beschissene verdammten Mann, aha, was murmelt der denn da? So, ich möchte hier gerne aufs Dach hinauf. Danke. Da
ist eine Rune. Ja, wo ist sie? Hier ist mal Geld. Ja, was es zu essen brauchen wir auch. Hier ist erstmal die Hemlock-Essenz. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Oh, da ist sie ja. Okay, müssen wir von der anderen Seite rein. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Mhm. Morgen bei Sonnenaufgang. Dürfen wir hier wieder rumlatschen? Aber jetzt noch nicht. Kommen wir hier irgendwo hoch? Nö, nirgendwo. Okay, das heißt, wir müssen... Wir müssen... Da hat uns fast einer entdeckt. Wo ist er weg? Das schaue ich mir mal besser an. Ja, das schaust du dir mal besser an. Oh, ha. Hallo? Kommen wir nach da drüben? Nö, kommen wir nicht. Jetzt aber. Ja. Okay, da hinten latscht einer rum. Gut, der kommt jetzt sogar hier runter. Nicht, dass er uns entdeckt. Und wir sollen genau nach da oben. So, erstmal den hier beobachten. Wir nehmen uns schon mal die Betäubungspfeile. Hallo. Legenden herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Ja, wir wissen es. Alle Bürger. Derzeit ist auf der so, was haben wir hier schön? Oh, Essen. Das ist sehr gut. Jetzt haben wir wieder volles Leben. Bei Sonnenaufgang. Einmal durchs... Okay. Und wir wollen zum... Was weiß ich, wohin? Ich hab's nicht lesen können. Die Ausgangssperre. Wie soll man da sein Geld verdienen? Nun, Mr. Pratchett. Selbst ein wohlhabender Mann wie Sie braucht die Stadtwache. Straßenbanden rauben und töten, wohin man nur sieht. Und okay. Die Reiner, pardon, die Seuchenopfer, die sind noch viel schlimmer. Sie halten nichts von der vom Lord Regenten verhängten Ausgangssperre? Mich herauszufordern wird Ihnen nicht gelingen, Herr Wachtmeister. Aber keine Sorge, mir wird nichts passieren. Ich werde Gewinn machen. Ein kluger Mann profitiert selbst in den Zeiten einer Seuche. Sicher, wie dieser Sokolov. Dem geht es prächtig. Kauft und verkauft immer eine Menge exotisches Zeug. Er hält alles hier am Laufen, jedenfalls im Moment. Sicher. Wenn er mit exotischen... so übel... und es mit das Hinterteil einer Hexe meint. Oh, dem christlichen Arzt wird es auch gut gehen, bis er den falschen Mann hintergeht. Aha, okay. Und wer ist er jetzt? Und wer ist er? Er geht da unten jetzt patrouillieren. Er geht in seine Bude zurück. Ach, freut mich, dass wir die, Teleportieren ausgebaut haben. Okay, und rein mit uns. Hoffentlich begegnen wir keinem.
Zigarettenkästchen. Gedächtnisstütze. Erinnere dich daran, dass die Wahrheit in den Gemälden steckt. Der Weg zur Wahrheit beginnt auf den geschäftigen Straßen. Geh weiter, bis du einen vor Anker liegenden Walfänger siehst. Von dort siehst du nach dem Schlachthaus und die Wahrheit wird sich dir offenbaren. Okay. Das hört sich interessant an. Ist bestimmt wieder ein Schatz versteckt. Wo geht's hier hin? Nach draußen. Hier ist die Toilette. Schließen. Okay, da ist eine und hier drin ist eine. Da müssen wir erstmal die Kombination rauskriegen. Okay, Gemälde. Vor Anker liegenden Walfänger. Dann zum Schlachthaus. Wer pfeift denn da so? Er pfeift hier so. Nicht zu mir. Was hat sie sich erhofft? Ich habe gesagt, dass sie nur Gesindel sind. Gut, dann einmal speichern. Bring dem Dummkopf bei, mich beim Kartenspiel zu schlagen. Mhm. Dann gehen. Ja, da kam er wohl runter. Hoch. Hat er uns fast gesehen. Okay, wir verstecken uns kurz auf dem Dach. Hier verstecken wir uns. Und machen eine kleine Pause. Und im nächsten Part geht es auch schon weiter. Bis dann.